1, 2, 3, 4. Hallo Martin. Der Andreas. Ja, Andreas, worum geht's jetzt gleich? Ja, es geht darum, wie das Thema schon sagt, Leben in die Plastikfigur zu bringen. Dazu gebe ich einfach nur ein paar Erläuterungen dazu, was man eigentlich mit der Plastikfigur machen sollte, wie man vielleicht vorgeht, um aus der Figur eine lebende Darstellung zu machen. Ja, Andreas, das klingt sehr interessant, vielen Dank. Wir brauchen aber noch weitere Zuschauer. Hier ist einer, der würde sich gleich gerne dazusetzen. Das ist eine Eisfläche oder was, Jürgen? Ist das eine Eisfläche? Wird morgen blau. Ach, morgen wird die blau. Das ist jetzt der Workshop für die. Noch ein weiterer Zuschauer, sehr gut. Gewesen. Oder wird in einem bunten Abend blau heute Abend? Auch das ist möglich. Auch das? Obwohl rosa auch eine Alternative wäre. Nee, rosa. Ihr macht mir Angst. Ich glaube es auch langsam. Niemand baut Figuren, das gibt's doch fast gar nicht. Ja, Thomas, du kannst dich auch gerne hier also, mindestens 6, 7, 8 Plätze sehe ich hier noch. Jetzt nur noch 7 Plätze. Was soll ich dir noch erzählen? Kannst du mir das nur sagen? Jemand da an den Tisch? Bei ihm. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Mein Name ist Andreas Nickel. Ich bin im PNC Mein Kinzig in Gelnhausen. Und mein Hobby ist seit einigen Jahren Figuren malen. Und bisher war es immer so, ich habe früher angefangen, so wie die meisten von uns, mit irgendwelchen Plastiksachen in Schiffe, Panzer, Flugzeuge. Das Ganze hat mich irgendwann nicht mehr so angesprochen, dass ich mir denke, es muss da noch was anderes geben. Ich habe dann auf einer Ausstellung einige Leute getroffen, die eben diese bunten Püppchen hier bemalt haben. Dann denke ich mir, das wäre was. Da hat dann irgendwann mal angefangen. Dann gab es dann dieses Problem von den normalen Plastikbausätzen hin zu diesen Figuren, die meistens aus Resin oder aus Zinn sind. Dementsprechend etwas ganz anders von der Bemaltechnik her, vom Zusammenbau, alles etwas anders. Aber nachdem die ersten Hürden überwunden waren, ging es eigentlich ganz gut. Das Problem bei der Sache ist, dieses Umdenken bei den Figurenmalern. Bisher bei Plastikmodellbau war es so, da sollten die Farben schnell trocknen, am besten sehr matt sein und dass das Ding schnell fertig ist. Bei dieser Sache muss man sich beim Figurenmalen schon mal komplett verabschieden. Es gibt schon mal nichts mehr, was schnell geht. Um ein Leben in ein Gesicht zu bekommen, braucht man in der Regel viel Zeit, sehr, sehr viel dünne Farbe und immer Ruhe dazu. Die Arbeitsschritte sind im Gegensatz zum Modellbau etwas anders da. Nachdem man sich so ein Torso zugelegt hat, die Sachen können gerne nachher mal angeschaut werden, hat man sehr, sehr viel Arbeit, erstmal die ganzen Unebenheiten in dem Kunststoff oder in dem Zinn beiseite zu schaffen, um eine glatte Haut zu bekommen. Danach muss die Haut vorbereitet werden in mehreren Farbschichten mit Grundierungen. Und das sind dann die Abstufungen. Das ist eine Grundierung, die mit Weiß gemacht ist und anschließend mit Acrylfarben in Matt vorbemalt wird. Diese Acrylfarbe sollte nachher 12 Stunden durchtrocknen, um eine gewisse Basis zu bekommen für die Ölmalerei. Ich bemale meine Zinnfiguren mit Künstlerölfarben. Das ist die Technik, die von früher halt immer übermittelt wurde. Mittlerweile gibt es da Acrylmalerei, aber da wird morgen der Conny von Rodriguez Rex noch ein bisschen was zu erzählen. Ich bleibe bei dem Öl und dementsprechend brauche ich für mein Öl, um Leben reinzubekommen, eine gewisse Grundtiefe. Die erreiche ich über diese stumpfen Acrylfarben. Die sind von der Oberfläche sehr porös, wobei das Öl dort gut einziehen kann und gibt eine komplett geschlossene Oberfläche. Bei der Ölfarbe ist es so, es liegt immer am Mischen. Man braucht, um eine Ölfarbe trocknen zu lassen, verschiedene Zusatzstoffe. Da gibt es Malmittel der Ölfarbenhersteller und man braucht ein ziemlich reines Terpentin. In Fachgeschäften als Balsam-Terpentin oder Weizbild zu bekommen, unterscheidet sich dementsprechend von den normal billigen Terpentinen, dass keine Zusatzstoffe drin sind, die vielleicht die Farbe verändern oder abstumpfen können. Die Malmittel und Zusatzmittel sind relativ kostspielig, dass man also für den Balsam-Terpentin schon locker mal 10-12 Euro für eine kleine Flasche bezahlt, aber sie reicht in der Regel 10 bis 15 Jahre. Also ist die Anschaffung wiederum sehr gering. Dasselbe Spiel ist bei den Künstlerölfarben. Eine gute Künstlerölfarbe liegt zwischen 5 und 20 Euro, je nachdem, was für ein Farbton drin ist.
aber man reicht eigentlich das ganze Leben. Ich male intensiv seit 15 Jahren Figuren und ich habe noch nie eine einzige Ölfarbentube nachkaufen müssen. Macht man das Ganze mit normal herkömmlichen Plastikmodellbaufarben, sind die Farben schon lange eingetrocknet und man hat die Dösen weggeschmissen und immer wieder neu gekauft. Also das heißt, man muss anderes Material haben, ein anderes Equipment. Das Equipment setzt man anders da ein und erreicht dann praktisch die Darstellung eines echten Menschen verkleinert. Nach dem Kodieren fängt man praktisch an und überlegt sich, was möchte ich mit dieser Figur gestalten. Dann sollte man wissen, will ich sie in ein Diorama einbauen, möchte ich sie so wie hier als Büste gestalten, dann habe ich mit der Lichtbeschaffenheit wenig Probleme. Wenn man sie in ein Diorama einbaut, muss das komplette Diorama natürlich auch den Lichtverhältnissen angepasst werden. Also es ist sehr schwer, wenn man eine Figur bemalt, wo das Licht von vorne kommt mit der Schattengebung, aber auf dem Diorama ist das Licht von links, sprich die Schatten der Bäume fallen alle nach links, nur bei der Figur nicht. Also man muss beim Bemalen schon wissen, was möchte ich nachher mit der Figur auch darstellen. Wenn sie also in ein Diorama soll, gehe ich immer her, ich baue zuerst das Diorama und baue die Figur dazu. Für jemanden, der anfängt, ist es immer am einfachsten, das Licht, sprich die Sonne, von vorne kommen zu lassen. Dies ergibt dann eine Schattenbildung, die man sich sehr gut selber veranschaulichen kann, indem man sich vor einen Spiegel stellt. Wenn man eine normale Lichtquelle hat und stellt sich vor einen Spiegel, dann sieht man, wie die Schatten an der Kleidung im Gesicht automatisch fallen. Und genau das versucht man einfach wiederzugeben auf der Figur. Sehr gute Hilfsmittel sind einfach fotografische Bücher, die man sich dazu besorgen kann, wo diese Darstellungen drin sind. Man braucht praktisch nur kopieren, um die Farben dünn aufzutragen nachher, um diese Schattenwirkung darzustellen, benutzt man diese Künstlerölfarben in drei verschiedenen Farbschattierungen. Man macht sich eine Grundfarbe, damit wird diese größere Fläche, denn man sieht jetzt die Haut, bemalt und dann macht man sich auf die linke Seite eine abgedunkelte Farbe, auf die rechte Seite eine aufgehellte Farbe. Und in die noch nasse, frische Grundfarbe arbeitet man zuerst die Schatten ein, versucht diese Schatten durch immer wieder sehr feines Ineinanderziehen ganz weich hinzubekommen. Man hat also keine Farbübergänge, die kantig sind, wie jetzt bei Militärmodellen zum Beispiel, man hat ganz fließende, weiche Übergänge. So hat, wenn man, wie gesagt, an der Kleidung auch, man hat einen komplett weichen Übergang zum Schatten oder eben auch wieder ins Licht hin. Nachdem die ersten Schatten eingearbeitet sind, versucht man aufzuhellen. Das macht man in zwei Schritten, indem man zuerst den normal aufgehellten Farbton aufbringt, verarbeitet ihn wieder ganz leicht in die ganzen Flächen mit ein und setzt nachher dort, wo sich ein Licht spiegeln könnte, durch Einbringen von Weiß oder in einem anderen hellen Farbton, der zur Uniformfarbe passen würde, setzt man nochmal Lichter oben drauf. Diese Lichter werden anschließend nicht mehr verblendet, sind dann nur noch was da, um unsere Augen einfach zu täuschen. Die Lichter sind eigentlich nicht da, aber das Auge braucht das, um die plastische Tiefe in dem kleinen Modell wiederzufinden. Wenn ich eine Figur bemale, gehe ich genauso vor, als wenn ich morgens aufstehe und mich praktisch fertig mache. Also sprich, die Figur fängt an, ich bemale zuerst die Augen. Und wenn die Augen mich ansprechen, fällt es mir persönlich leichter, mit der Figur zu arbeiten. Wenn ich mit den Augen kein Leben in die Figur kriege, dann versuche ich das zwei, drei Mal, danach geht die Figur in die Vitrine und wird wahrscheinlich nie mehr angefangen. Aber da ist so, dass jeder Maler hat da so eine andere Art, sich damit zu befassen. Für mich ist es so, die Figur redet mit mir über die Augen und dementsprechend habe ich einen Kontakt zu der Figur und male. Und wenn ich dann ein Gesicht bemale, wie bei einem Samurai, was in der Regel zwischen 10 und 15 Stunden dauert, brauche ich einen gewissen Bezug dazu. Und das geht bei mir nur darüber. Und so fange ich an, wie ich sage, wieder am Aufstehen. Ich gehe zuerst ins Bad, dann wird das Gesicht gewaschen, also wird das Gesicht zuerst bemalt und dann fange ich von innen nach außen zu malen. So wie man sich anzieht. Sagen wir mal Unterhemd, Hemd, Pullover, Jacke. Also springt immer von innen nach außen, damit wenn irgendwelche Farbreste sind, es nicht über die anderen Figurenteile drüber geht. Und zum Schluss wird das Ganze eben dann nochmal versiegelt. Das Schwierigste ist praktisch bei den Figuren manchmal die Haut. Alle Sachen, die mit Stoff sind, lassen sich praktisch im gleichen bemalen, als wenn man ein Militärfahrzeug bemalt oder eben ein Flugzeug oder ein Auto. Da ist kein Unterschied dabei, weil es ein toter Gegenstand ist. Das Problem an der Sache ist immer die Haut. Bei der Haut gibt es die verschiedenen Typen, wenn man jetzt einen Südländer hat oder eben einen Nordländer hat. Dementsprechend muss man gucken, dass man die Hautfarbenmischungen dementsprechend anpasst. Über die Künstlerölfarben ist es kein Problem, weil die Haut
Farben sich alle untereinander mischen lassen. Wobei man in der Regel mit 6 bis 7 verschiedenen Hauttönen sehr gut hinkommt. Und alles andere wird über Zumischen und Abmischen mit den Schattierungen erreicht. Ja. Die verschiedenen Stufen kann man hier gerne dann mal sehen, wenn man vorne kommen möchte. Kann sich die Sachen mal anschauen, damit man einfach sieht, wie die verschiedenen Arbeitstechniken sind. Naja, können Sie gerne nehmen. Ja. Alles anzufassen, dafür sitzt, das ist praktisch das gekaufte Gesicht, das vorkontierte Gesicht, das die ersten Schattierungen auf dem Gesicht und das fertige Gesicht. Und durch das Anmischen der Farben und das sehr dünne Ineinanderarbeiten der Farben gibt es keine scharfen Übergänge und keine Kanten. Das ist nur mit Öl. Also die Grundierung ist eine Acrylfarbe, so wie praktisch der Trapper dann jetzt aussieht. Das ist jetzt nur mit Acrylfarben gemalt. Da benutze ich diese Vallejo oder Andrea Farben in diesen kleinen Plastikfläschchen. Die werden also ganz normal mit dem Pinsel aufgetragen, lasse ich 24 Stunden durchtrocknen. Und dann mische ich mir die Ölfarben an und dann male ich sämtliche Schattierungen mit Ölfarben. Das gekaufte Grundgesicht, das wir sehen, darauf wird jetzt zum Beispiel niemals eine Ölfarbe halten. Sie brauchen eine starke Grundierung, damit die Ölfarbe einen Grund hat, das Material überhaupt das festhält. Es würde niemals trocknen, das Öl auf diesem glatten Grundgesicht. Bei Figuren ist es, wie gesagt, relativ einfach. Bei den Figuren ist es so, man kann sich selber in den Spiegel anschauen und kann gucken, was kann ich an meinen Sachen ändern, wie sehe ich aus, wie sieht der Gegenüber aus und kann es versuchen, dann wiederzugeben. Bei Tieren wird das Ganze sehr problematisch. Wenn Sie versuchen wollen, Tiere zum Leben zu erwecken über Farbe, muss man etwas umdenken. Bei einem Pferd ist zum Beispiel eine tiefer gelegene Hautpartie nie dunkler, immer heller. Währenddem wir Figurenmaler alles, was tiefer ist, ist schattig, ist dunkel. Beim Panzer genau dasselbe Spiel. Schauen Sie sich mal ein Pferd an, was auf der Weide ist und bewegt sich. Sie werden sehen, wo eine Hautfalte ist, ist es innen heller wie außen. Und so ist es bei sehr, sehr vielen Tieren. Und deswegen muss man da wieder komplett umdenken. Wenn man möchte was mit Pferden machen, ist die Maltechnik wiederum total entgegengesetzt wie den normalen Figurenmodellbau. Was sehr, sehr hilfreich ist, statt über Bildmaterial, Fotomaterial zu arbeiten, sich an irgendwelchen Vorlagen zu halten, die es gibt. Und das einfach erstmal zu kopieren, bis man eine gewisse Routine in die Malerei reinbringt. Bei der Wahl der Pinsel. Wichtig ist nicht die Größe der Pinsel, wichtig bei der Bemalerei ist die Spitze der Pinsel. Also es gibt Leute, die müssen unbedingt mit 10 Nuller Pinseln malen. Das ist Blödsinn. Ich benutze keine 10 Nuller Pinsel. Ich male mit 0 und Doppel 0. Das reicht mir vollkommen. Hauptsache die Spitze ist intakt und die Spitze ist fein. Weil es nützt überhaupt nichts, einen feinen Pinsel zu haben, der zu wenig Farbe aufnimmt. Ich kriege keinen Effekt dabei. Und das Pinsel ist das A und O des Malers, sprich man muss pfleglich damit umgehen und immer darauf achten, dass man die Pinsel gut reinigt. Die Pinsel sollten niemals mit Thermentin oder künstlichen Reinigungsmitteln gereinigt werden, am besten immer mit Seife. Ich reinige meine Pinsel mit Kernseife und dadurch hält eine Spitze eines Pinsels bestimmt 10-mal so lange, als wenn man die einmal in ein Reinigungslösungsmittel taucht. Und dann sind die Pinsel sofort kaputt. Kriegst du die Ölfarbe und Kernseife raus? Rasierschaum und Kernseife. Mhm. Und da ich immer Rasierschaum brauche zum Saubermachen, habe ich natürlich keine Zeit, mich zu rasieren. Ja, Lutz. Ja, ist so. So liegen die Tipps. Deswegen baust du ja auch Militärmodelle und ist rasiert. Also. Von der Arbeitstechniken her, ich möchte jedem mal raten, es mal mit einer Figur zu probieren. Denkt einfach um, vergesst das, was ihr vorher gelernt habt und versucht euch mal dran. Im Kleinen kann man es sehr, sehr gut auch ausprobieren mit normalen Wasserfarben. Wenn man eine gute Grundierung drauf hat, kann man auch mit einem Wassermalkasten schon mal anfangen, Figuren zu bemalen. Und man wird Spaß dran haben, weil Figuren malen ist einfach ein faszinierendes Thema.
können die Leute, die hier sitzen, wahrscheinlich bestätigen, die das machen. Es macht Spaß, man kann die Sachen immer hinstellen. Es gibt nirgends irgendwo dumme Sprüche über Militärmodellbau oder Panzer oder dies oder jenes. Und man kommt mit den Leuten sehr gut ins Gespräch. Es ist ein beruhigendes Hobby abends. Man kann es überall machen. Man braucht keine großen Werkzeuge, es gibt keinen Dreck, es gibt keinen Staub, es gibt gar nichts. Man baut es zusammen. Ich mache meine ganzen Sachen im Wohnzimmer. Man hat keine Geruchsbelästigung, man hat keinen Staub, gar nichts. Es ist einfach nur faszinierend. Ich habe ja gesehen, Sie haben vorher ein Flugzeug geholt. Was macht das Flugzeug ohne Bodenpersonal? Bisschen traurig. Schon mal Bodenpersonal gemacht? Nein. Erwischen. Mit nicht zu großem Erfolg. Also für die Leute, die wirklich großes Interesse haben, es gibt im Internet mittlerweile genügend Seiten, die sich damit befassen. Das hat jetzt das UFO-Forum, der Friederikus Rex bietet eine eigene Seite an, wo es nur um Figuren geht. Es gibt sehr, sehr viele Internetseiten mit ganz tollen Hilfevideos, wo man sich sehr viele Tricks anschauen kann. Bei YouTube gibt es sehr, sehr viele Videos, die sich um Figurenmalerei drehen. Allerdings sind die meisten Englisch oder Französisch. Nur das ist heutzutage auch nicht unbedingt mehr das Problem. Wichtig ist die Technik, die man sieht. Einfach mal in die Suchbegriffe eingeben und anschauen, berieseln lassen. Und ansonsten auf den Vereinsveranstaltungen gibt es immer wieder Vorführungen. Ich mache zwischendurch das auch. Ich sitze auf Ausstellungen den ganzen Tag, werde am Morgen den ganzen Tag malen am Stand. Lässt sich immer mal was zeigen und mitbringen, Figuren mitbringen, vor Ort malen lassen, zeigen lassen, wo man Schwierigkeiten hat. Das ist der einfachste Weg, dass man was macht. Und gerade die kleineren Vereine, die hier sind, ob das jetzt nur Leipzig ist oder Thüringen, die sitzen alle an ihren Ständen und arbeiten. Da muss man den Mut haben, zu den Leuten hinzugehen und einfach mal zu sagen, könnt ihr mir das mal zeigen? Das funktioniert. Ja, dann bedanke ich mich für die paar Minuten. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Eine kleine Einführung ist da. Und ansonsten kommt zu mir nach vorne an den Stand. Guckt euch an, was ich mache, wie ich es mache. Wenn ihr was mit habt, wo ihr Schwierigkeiten habt, bringt es mir mit. Ich zeige euch das. Und dann kriegt ihr das hin. Ich wünsche euch viel Spaß mit der ersten Figur.